Die unerträgliche Heuchelei von einigen großen Unternehmen. Ja, sanfte Grüße, meine Freunde des kritischen Denkens. Und eigentlich wollte ich heute gar kein Video mehr machen, sondern ganz entspannt den jährlichen Brief an die Aktionäre von Warren Buffett lesen, was ich übrigens jedes Jahr mache, schon seit vielen, vielen Jahren, weil da kann man immer sehr viel übers Investieren lernen. Auch hier beispielsweise habe ich mir deswegen extra damals dieses Buch auf der Hauptversammlung bei ihm gekauft, ja. Aber es geht heute nicht um Warren Buffett, denn ich habe auch dann zufällig gesehen, dass die JP Morgan Bank, die größte Bank der USA, eben auch ihren jährlichen Bericht herausgebracht hat. Und Jamie Dimon, über den ich ja neulich schon auch berichtet habe, der eben dort auch den Brief an die Aktionäre verfasst. Und da habe ich dann auch reingeschaut, weil ich eben wissen wollte, ob zufällig irgendetwas über die ganze Jeffrey Epstein-Geschichte und so weiter drin steht. Und tatsächlich ganz unten in dem Bericht, wo es eben um Gerichtsprozesse und so weiter ging, war eben auch was drin. Aber auf dem Weg dahin habe ich etwas ganz anderes gefunden, was ich extrem interessant fand, und zwar zum Thema Enteignung. In der heutigen Zeit geht es nicht mehr primär um die Dienstleistung und um die Produkte, die man produziert, sondern es geht als erstes immer um die ganzen Stakeholder und bli bla 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 blub. Und sie schreiben dann hier zum Beispiel auch auf solchen Seiten, ja, an update to our 30 billion racial equity commitment, und dass sie ja so viel Wert darauf legen, dass sie zum Beispiel auch eben die ganzen, ja, Hispanics, also dass sie auch spanische Firmen in ihren Lieferantenketten haben, also in Amerika zum Beispiel auch Firmen auch aus Mexiko und so weiter, wo dort eben viele Spanier und so weiter und Mexikaner arbeiten und Latinos und so, oder auch eben mit Schwarzamerikanern und so weiter, was ich übrigens alles auch gut finde. Aber wie ihr gleich noch sehen werdet, sind es vor allem bei großen Unternehmen, wie in diesem Fall auch gleich dem Ford-Unternehmen, Unternehmen dabei, die einfach vordergründig immer genau sowas labern, aber hintergründig genau das Gegenteil machen, wie wir gleich noch sehen werden. Was ich hier jetzt bei Jamie Dimon so interessant fand, war, wo es dann anfing, um den ganzen Klimawandel und so weiter zu gehen. Und da schauen wir jetzt kurz mal genau auf die entsprechende Seite rein. Und zwar hier geht es nämlich hier, ne, Climate Complexity and Planning. Und da spricht er erstmal so über die ganzen Herausforderungen, die es eben durch den Klimawandel und so weiter gibt und über die Energiebereitstellung und so weiter. Und dann bin ich hier auf ein paar Sätze gestoßen, die mich wirklich hier interessiert haben. Und zwar hier, at the same time, permitting reforms are desperately needed to allow investment to be done in any kind of timely way. Also er sagt, es muss jetzt hier so zur richtigen Reform kommen und auch zu politischen Maßnahmen, dass halt eben die Investitionen, die wichtig sind, um den Klimawandel und so weiter anzugehen, getätigt werden können. Und jetzt schreibt er hier, we may even need to evoke eminent domain. We simply are not getting the adequate investments fast enough for grid, solar, wind and pipeline initiatives. Er sagt hier, wir müssen also Enteignungen potenziell durchführen lassen, weil es einfach nicht schnell genug geht mit den ganzen, ja, Investitionen und so weiter für den Klimawandel. Und als ich das gelesen habe und so überflogen habe, so diese ganzen Themen, da dachte ich mir so, wow, das ist ja ziemlich interessant und spannend, ja. Dann habe ich sogar nochmal nachgelesen über Eminent Domain und so. Da gibt es hier von der Cornell Law School aus Amerika auch einen sehr spannenden, langen Artikel über, was genau Eminent Domain ist. Das Ganze steht sogar im Fifth Amendment der USA drin und ich will euch jetzt nicht zu lange damit langweilen. Fakt ist jedenfalls, dass im Fifth Amendment drin steht, dass wenn der Staat eben Eigentum enteignet, er eben eine gerechte Kompensation dafür anbietet. Aber wenn man so auf verschiedenen Webseiten dazu auch nachliest, dann ist es in der Praxis eben häufig sehr, sehr oft der Fall, dass es eben nicht entsprechend zu einem Marktpreis enteignet wird, weil nämlich der ganze sentimentale Wert und so weiter dem eben etwas hat, nicht kompensiert wird, ja. Und wenn jetzt zum Beispiel jemand ein Stück Land und so weiter hat und er es nicht verkaufen möchte zum Marktpreis, dann bedeutet es ja ganz klar, dass es für ihn einen höheren Wert hat, ja, weil er ja offensichtlich gerade nicht verkaufen will. Und sehr häufig wird halt eben nicht mal der Marktpreis gezahlt, ganz unabhängig davon, dass es sowieso eine Schweinerei ist, dass man einfach Menschen ihr Land wegnehmen kann, ja. Und deswegen habe ich, und das ist eine häufige Sache, die ich in der letzten Zeit mache, weil ich dann immer gucken will, haben eigentlich andere
andere Leute auch irgendwie was dazu gefunden oder vielleicht gibt es dazu ja schon TV-Interviews oder vielleicht hat er sich dazu schon geäußert in einem Interview und so. Und dann habe ich das Ganze hier einfach mal bei Twitter eingegeben, nachdem ich übrigens auch ChatGPT gefragt habe, was der so von Eminent Domain und so weiter erhält. Das kann ich ja nochmal als Screenshot einblenden. Ich habe nämlich gefragt, ob es moralisch vertretbar ist, Eminent Domain und so weiter durchzuführen. Fand ich auch ganz interessant. Aber jetzt geht es hier richtig krass gleich ab und haltet euch fest, ja? Weil was ihr gleich sehen werdet, ist wirklich heftig. Ich meine, jetzt habe ich hier zum Beispiel einen Riley Moore. Das ist jemand, der sich für den Kongress bewirbt in Amerika, der das Ganze nämlich auch aufgegriffen hat. JP, ich übersetze das Ganze kurz mal auf Deutsch. Der CEO von JP Morgan will bedeutende Domains, also Enteignungen nutzen, um mehr Wind- und Solarparks zu bauen. Wenn Sie denken, dass die Lebensmittel- und Energiepreise jetzt schlecht sind, warten Sie einfach, bis die Regierung anfängt, Ackerland zu beschlagnahmen, um Sonnenkollektoren zu bauen. Diese Art des Denkens stellt eine existenzielle Bedrohung für den Mittelstand dar. Also, so viel erstmal zur JP Morgan Bank und so mit ihren ganzen tollen Werten, die sie haben und so. Die haben sie natürlich nicht daran gehindert, dass sie trotzdem mit Leuten wie Jeffrey Epstein und so weiter zusammenarbeiten. Aber okay, wollen wir jetzt mal nicht so sehr auf die Banken und so weiter raufkloppen. Die haben ja sowieso schon genug Probleme. Aber was ich dann nämlich bei Twitter gefunden habe, das fand ich richtig interessant. Nämlich, es geht hier als nächstes um den Automobilkonzern Ford. So, und jetzt müssen wir natürlich wissen, Ford ist im Elektromobilitätsbereich jetzt noch nicht so stark irgendwie präsent wie zum Beispiel Tesla oder BYD und so weiter. Und deswegen machen sie dort massive Investitionen, ja. Und jetzt ist natürlich bei Ford genau das Gleiche wie eben auch bei JP Morgan und bei allen anderen. Das Erste, was du in diesen ganzen Berichten als erstes immer siehst, sind immer so, wie toll sie sind. Also eigentlich könnte man sagen, die Kirchen der heutigen Zeit, das sind eigentlich die großen Unternehmen. Ja, was die alles tun und hier Governance und Sustainability und Products und erstmal wird ewig dick aufgetragen und manchmal habe ich den Eindruck, die Aktionäre sollen einfach hier irgendwie so müde geschrieben werden, damit sie die Zahlen und so weiter dann nicht mehr so wirklich genau durchprüfen und so und sich das Schlamassel angucken und so. Aber hier sehen wir jetzt zum Beispiel auch so, ne, auf Seite 60 und so, da geht es dann so um Human Capital und so, ne, und da schreiben sie halt eben, ja, wir wollen halt eben tolle Elektroautos bauen, aber wir wollen halt eben immer auf die ganzen Leute auch Acht geben und so, ne, we continue our work toward gender and racial equality und jetzt haben wir auch schön hier wieder eine schwarze Frau neben einer hispanischen Frau in unserem Dokument und so weiter abgelichtet und ihr denkt euch jetzt die ganze Zeit, Kolja, jetzt komm doch endlich mal langsam zum Punkt, was willst du uns hier alles sagen, es ist doch gar nicht schlecht, sich für sowas einzusetzen, oder? Da habt ihr vollkommen recht, es ist gut, sich dafür einzusetzen und dann frage ich mich, wie ich auf diesen Artikel jetzt hier komme, aus einer Zeitung aus Tennessee, ja. Tennessee ist eben ein Bundesstaat in den USA, der früher, muss man wissen, wenn man zum Beispiel auch solche Bücher hier mal gelesen hat, wie in der Schule. Wir haben ja in der Schule auch solche Sachen immer wieder durchgekaut, weil es eben hier, wir haben sogar in der Schule den Martin Luther King Day immer gehabt, wo wir keine Schule hatten und so. Und ich habe mich dann später auch mal mit Martin Luther King auseinandergesetzt, habe seine Biografie und so weiter gelesen. Und dann merkt man oder weiß man eben auch, dass gerade solche Staaten wie Tennessee und die ganzen Südstaaten eben gerade früher ein Ort waren, wo eben viele schwarze Menschen gegen ihren Willen arbeiten mussten und eben auch noch viel später, als die Sklaverei schon abgeschafft wurde, eben in sehr schlechten Bedingungen teilweise lebten. Segregation, wie das ja damals hieß, ja, also da gab es ja diesen berühmten Fall, wo dann eben diese eine Dame damals hinten im Bus war, ne, und gesagt hat, ich sitze jetzt hier vorne, nicht dort, wo hinten, weil es war eben so in Amerika, schwarze Menschen mussten irgendwie getrennt sitzen von weißen Menschen und so, ja, vollkommen verrückt. Und sie hat dann irgendwann einfach gesagt, jetzt reicht's mir, nein, ich bleibe jetzt genau hier sitzen, ja. Und das hat dann eben auch richtig angefangen, dass die Leute richtig irgendwann auf die Straße gegangen sind und demonstrieren, so wie jetzt in Frankreich eben die Leute demonstrieren. Aber das war natürlich damals noch eine ganze Ecke schärfer und ganz heftig. So, und jetzt lese ich hier in dieser Tennessee Lookout, das ist ein extrem spannender Artikel, über solche Bauern und Farmer in Amerika, ja, die jetzt enteignet werden sollen, in Tennessee, ja, mit Preisen für ihr Land, die weit unter dem sind, was eigentlich ihr ganzes Ackerland und so weiter wert ist. Hier ist sogar noch ein Bericht am Ende über eine 82-jährige Frau, ne? Da steht so hier, Rosa Whitmore at her home built on the land
where her grandparents picked cotton. Also ihre Großeltern, muss man sich mal vorstellen, ja, die mussten damals noch teilweise Wolle pflücken und so. Und die haben nach und nach halt eben ewig geschuftet, um dieses Land zu erhalten und sich abzuzahlen und so. Und jetzt wird dieses Land ihnen enteignet und weggenommen und für weniger als den Marktpreis gezahlt. Deswegen haben sie es eben am Anfang auch abgelehnt. Und dann hat sie auf einmal festgestellt, dass der Staat eben auf ihrem Land einfach angefangen hat, irgendwelche Bohrungen und so weiter vorzunehmen. Und dass er sogar dann eine Klage eben ins Haus geflattert bekommen hat, weil sie eben hier dieses Angebot von irgendwie $8,000 für ihre 2 Hektar und so weiter nicht angenommen hat. Ja? Und jetzt fragt ihr euch, naja, warum wird denn das enteignet? Ja, warum wird jetzt dieses Land von diesen Leuten, die seit ja Generationen sozusagen sich das aufgebaut, warum wird es dann jetzt enteignet? Ja, und jetzt haltet euch fest, weil eben Ford in der Region eben große Elektroauto-Investitionen macht und eben die entsprechenden Infrastrukturmaßnahmen und sozusagen Straßen gebaut werden müssen für diesen tollen Klimawandel und so weiter. Und ja, deswegen muss natürlich jetzt leider, müssen diese Bauern und diese Familien dort eben wegziehen und werden enteignet für unter den Marktwert. So, und das finde ich sowas von krass, dass diese Unternehmen diese Dreistigkeit haben, hier in ihren schönen Hochglanz Magazinen und so weiter immer irgendwas von Racial Equality und so weiter zu schwadronieren. Das ist Schwurbeln. Wenn man sowas macht, das ist wirkliches Schwurbeln. Ja? Wenn man da so vorgibt, man ist moralisch das tollste Unternehmen und so weiter. Und dann in der Praxis sieht man, dass diese Leute einfach direkt enteignet werden. Und wie es tatsächlich ja, über ihre ganzen Human Rights und so weiter steht. Ja? Und das sind ja auch Sachen, die man schon häufig gesehen hat. Ich erinnere euch an das Video damals vom Ex-CEO der Deutsche Bank, der noch auf dem WEF ganz toll erzählt hat, dass das Bargeld abgeschafft werden muss, weil ja eben so viel Geldwäsche und so weiter damit betrieben wird. Ja, das böse Bargeld und so weiter. Aber dass eben die ganzen Banken dort, wie zum Beispiel die Deutsche Bank, eben selber in massive Geldwäscheskandale verwickelt war. Und zwar ganz ohne Bargeld und so, dass auch die ganzen Cum-Ex-Geschäfte und so weiter auch alle ohne Bargeld abgelaufen sind. Das ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Und das ist eine Sache, die sich so häufig durchzieht. Also man kann wirklich sagen, die Leute, die mit immer so ihren ganzen Virtue Signaling und erhobenen Zeigefinger immer ein auf Moralapostel sind, sind die, die eigentlich immer die meisten und größten und dicksten Leichen im Keller haben.